Hej tillsammans, jag är Drake Hata. Das ist übrigens Schwedisch und heißt so viel wie Mädelleute, ich bin ein Drachenfreund. Ich soll wirklich Englisch lernen. Heute ein Blog-Eintrag aus der Kategorie Mobbing. Gedanken bei Nacht. Was für Sexspielzeuge oder Masturbationshilfen besitzt du bzw. würdest du gerne haben? Es ist komisch. Gerade weiß man noch, was man wollte. Dann kommt ein Windstoß und alles ist anders. Wir haben gerade 3.14 Uhr und anstatt zu pennen oder was Vernünftiges mit seiner Zeit anzustellen, sind Leute bei mir vor der Tür. Muss ich mir wirklich von Leuten, die an einem Saar oder so bei mir vorstehen, anhören, was für ein gotterbärmlicher Loser ich bin? Ich verstehe die Leute nicht. Ich bin als ein Mensch aufgewachsen, der sein ganzes Leben nur Verachtung und Hass erfahren hat. Klar hatte ich hier und da auch schöne Erlebnisse, aber die schlechten Erfahrungen überwiegen etwa 1 zu 50. Was ich damit sagen will, ist, dass ich jede Ausrede und jede Rechtfertigung hätte, mich was ein Assi oder wie Scheiße aufzuführen. Ich darf mir von Leuten anhören, dass ich ein Assi bin, weil ich rumschreie. Aber warum ich rumschreie oder warum ich so verhalte, wie ich es tue, wenn Harte vor meiner Tür stehen? Hat sich das schon mal jemand gefragt? Ja, Mädel, Rainer. Diese Gedanken bei Nacht von dir stammen vom Samstag, den 6. Oktober 2018. Und wahrscheinlich hast du sie da niedergeschriebene, nachdem ein paar Leute vor deiner Tür waren. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, da habe ich einen geringen IQ drin, ob deine Alarmanlage am 6. Oktober 2018 schon so aktiv war, das weiß ich wirklich gerade nicht auswendig. Aber irgendwie musst du ja noch wach gewesen sein, vielleicht hast du gestreamt und irgendwas hat dich aufgeweckt oder hat dir gesagt, da ist jemand draußen und da bist du rausgegangen und hast sie wahrscheinlich angebrüllheult und danach bist du reingegangen, wie der kleine Rainer, der du bist. Hast ein Heuli-Heuli gekriegt und hast das hier verfasst. Ja, dann bin ich mal gespannt, was diese Perle deines Blogs uns heute so offenbart. Keiner ist so dumm wie ich. Die meisten Menschen interessieren sich nur für sich selbst. Einige auch für ihre Familie und Freunde. Aber ich glaube, es gibt kaum Menschen wie mich, die sich Gedanken darüber machen, wie es anderen Menschen ergeht. Unabhängig davon, ob ich jemanden kenne oder nicht. Wir alle sind Teil dieser Welt. Sagt mir, was ergibt es für einen Sinn, sich selbst und andere zu zerstören? Nur um anderen zu gefallen, tut ihr, was sie tun oder wollen. Habt ihr denen selbst keinen Verstand? Was genau ist lustig daran, einen anderen Menschen zum Weinen zu bringen? Menschen weinen, wenn sie Trauer oder Schmerz empfinden. In einem Video oder Stream habe ich mal gesagt, dass ich Pazifist bin. Habe ich aber auch als Pazifist nicht das Recht, mich zu verteidigen, wenn man mich angreift? Ich glaube, es war der Kaufmann von Venedig, Kapitel 14 von William Shakespeare, wo es hieß: Wen ihr mich schlagt, blute ich nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Rainer W. Nicht unbedingt betitelt als der Lyrik-Lord, haut jetzt aber mal ordentlich einen raus. Bröseln wir das doch mal auf. Also, die meisten Menschen interessieren sich nur für sich selbst. Das ist eine Aussage, die kann man stellen. Und ich möchte ihm sogar minimal recht geben. Ich finde, dass die Welt insgesamt ein bisschen mehr egozentrisch geworden ist, ein bisschen mehr narzisstisch. Aber nicht in den Dimensionen eines Rainers. Und einige Menschen interessieren sich nur für sich selbst, einige auch für ihre Familie und Freunde. Gut, da haben wir den Kern schon wieder widerlegt. Rainer, es interessieren sich eine Menge Leute da draußen für ihre Familie und auch eine Menge Menschen um ihre Freunde. Und mit dieser kleinen Mini-Aussage, also wirklich sprichwörtlich zwischen den Zeilen, kann man bei dir lesen, dass du das mit Familie und Freunden nicht wirklich drauf hast. Das tut mir auf der einen Seite wirklich leid, ernsthaft. Aber ich frage mich andererseits auch, wo du Freunde kennenlernen könntest. Das funktioniert nicht im Discord
Und das funktioniert auch vor allem nicht immer auf dieser Machtebene, die du provozierst, wenn du einen Discord hast. Du bist der Oberchef von allem und alle anderen sind nur deine Untertanen. Das ist definitiv nicht die Definition von Freundschaft. Na gut. Und dann schreibt er, es gibt auch Menschen, wie er es ist, die sich Gedanken machen, wie es anderen Menschen ergeht. Ja, die gibt es eine Menge. Und Rainer, ich glaube, dass du nicht im geringsten weißt, wie diese Menschen funktionieren. Ja, und dann bleibt noch der Kaufmann von Venedig, Kapitel 14, William Shakespeare. Und Rainer, weißt du, an dieser Stelle möchte ich dir sogar ein kleines bisschen entgegenkommen und dir sagen, dass Theaterstücke nicht in Kapiteln funktionieren. Also das ist in der Regel nicht Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 12, sondern wir reden hier von einem Theaterstück, das auch als Theaterstück geschrieben worden ist. Das heißt, wir sprechen von Akten, so erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und dann erster Akt, erste Szene, zweiter Akt, zweite Szene und so weiter. Und das, was du meinst, ist tatsächlich im dritten Akt die erste Szene. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Was dort allerdings nicht geschrieben ist und glaube ich auch von William Shakespeare so nicht inszeniert worden wäre: Wenn ihr an meinem Zaune rüttelt, brüll heulte ich nicht. Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln! Pille, wo bleibt dein Torpedo? Ich wette, du wärst lieber im Bett geblieben. Ich bin der Meinung, man darf dem Hass in der Welt nicht nachgeben. Ich habe alles geopfert, um meine Ideale nicht zu verraten. Meine Freunde, meine Familie, meine Zukunft. Wen es mit YouTube und meinem Stream nicht klappt, was kann ich noch machen? Normal arbeiten gehen? Ganz wie die Harte immer sagen, such dir einen Job. Das Problem ist nur, dass die Harte, sollte ich einen neuen Job finden und sie herausfinden, wo ich arbeite, mir das auch kaputt machen werden. Warum also lächle ich trotzdem? Warum gebe ich nicht auf? Warum tue ich mir all das an? Wie viel verdienst du in der Stunde? 10 Euro? 5 Euro? 8 Euro? Rainer, an dieser Stelle empfehle ich dir Die Truman Show, der Film. Letzte Szene, letzter Akt. Das allerletzte, was passiert. Truman geht durch die Tür, verneigt sich und die Bildschirme gehen aus. Und die Leute verlieren das Interesse, weil es nichts mehr Neues gibt. Das ist bei dir natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil dein Vermächtnis ist riesig. Die Leute werden sich lange an dich erinnern, weil du halt derjenige bist. Und das Problem ist, glaube ich, auch, dass du nach wie vor inkompatibel bist zu der Welt da draußen. Das heißt, Truman würde sich anpassen, diese fiktionale Gestalt, und würde ein normales Leben führen und Leute warten auf ihn. Auf dich wartet natürlich jetzt niemand. Aber vielleicht würde das irgendwie funktionieren. Natürlich, wenn du irgendwo arbeiten würdest, die Leute wissen, wo du wohnst, die Leute wissen dann, wo du bist. Mein Gott, die Leute wissen, wann du auf YouPorn online bist. Aber das Interesse an dir würde irgendwann nachlassen. Das wäre deine einzige Chance. Es würde dauern, aber es könnte passieren. Tatsächlich sogar. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja. Es mag jetzt kitschig klingen, aber wenn ich einmal sterbe, will ich das in der Gewissenhaftheit, dass ich meine Ideale nicht verraten habe, in dem Wissen, dass ich alles, was mir gegeben war und was ich konnte, dafür eingesetzt habe, um gegen zumindest einen kleinen Teil dieses Leids auf der Welt anzugehen. Ich schreibe die ganze Zeit von meinen Idealen, aber was genau sind meine Ideale? Ich bin ein Winkler, ich werde es immer bleiben, ihr werdet mich niemals unterkriegen. Rainer, was ich an dieser Situation nicht verstehe, ist, dass du dich jetzt schon zu einem Märtyrer machst, während du noch lebst. Abgesehen davon, dass du mit jedem Energy, den du trinkst, mit jedem billigen Stück Jahrfleisch, das du grillst, dich deinem Ende näher bringst. Aber was glaubst du, welchen Fußabdruck du hinterlassen hast oder was du dieser Welt hinterlassen musst,
Das ist höchstens ein, ja, das war mal so ein Typ auf YouTube. Ist das für dich das, was du erreichen willst? Also, ich bitte dich, das kann doch nicht alles sein. Spring doch mal über deinen Schatten. YouTube ist dein Leben, natürlich, das ist deine Einnahmequelle, das ist das, was du dir aufgebaut hast. In deinem Kopf macht das alles Sinn. Aber warum hast du diesen Gedanken? Warum denkst du jetzt schon über deinen Tod nach? Ist das Aufmerksamkeit, die du jetzt nochmal haben willst? Ist das so eine Art Drohung? Ist das eine Krankheit? Brauchst du Hilfe? Wenn ja, bitte, such dir Hilfe. Ja, warum mache ich nichts? Weil ich nichts machen brauche? Im Gegensatz zu euch habe ich mir das erarbeitet. Zunächst einmal will ich andere beschützen. Dabei ist es mir egal, ob es Freunde oder unbekannte Menschen sind. Und auch, ob ich vor anderen oder sich selbst. Ob mir das gelingt? Natürlich nicht immer, aber es gibt schon Situationen, in denen ich neue Kraft und Hoffnung schöpfte. Es gab im Laufe meiner Zeit, während ich Videos mache, bereits 4-mal die Situation, dass Menschen zu mir Kontakt aufgenommen haben und meinten, dass sie mir ihr Leben verdanken. Die Geschichten, die mir manche von ihnen erzählten, waren grauenhaft und brutal. Ich konnte verstehen, warum diese Menschen sich das Leben nehmen wollten. Und ich bin glücklich, dass sie es nicht getan haben. Und ich ihnen zumindest ein klein wenig helfen konnte. Mehr wollte ich nie. Menschen zu helfen macht mich glücklich. Tut mir echt leid, aber wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, ne, dann hau ich dich raus, da habe ich kein Problem damit. Rainer, es macht dich glücklich, wenn du Geschenke von Amazon bekommst. Und es macht dich umso glücklicher, je teurer diese Geschenke sind. Und man hat dich mal gefragt, was dein größtes Ergebnis ist gegen Mobbing. Und du sagst, das Größte, was ich je gegen Mobbing gemacht habe, ist, dass ich selber durchhalte. Also, dass du nichts getan hast und dass du dir Sachen schenken lässt. Das hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit Mobbing zu tun. Und nachdem man so die meisten Bärchen und Discord-Leaks von dir kennt, möchte ich gar nicht wissen, wie du auf Menschen reagierst, die wirklich auf dich zukommen würden, weil sie zum Beispiel depressiv sind oder eigengefährdend. Die würden doch schneller angebrüllt als sonst irgendwas. Und ich glaube nicht, dass das eine therapeutische Maßnahme hat. Außer derjenige denkt sich dann, na gut, okay, dem geht's noch schlechter. Ja, oder die sind schneller gebannt, als ihnen lieb ist und damit ist ihnen auch nicht geholfen. Damit sind sie dann nochmal bestätigt, dass sie auch für dich nichts wert sind. Rainer, das ist Lü-Lü-Lü. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist wirklich ein Lü-Lü-Lü, was dich abstoßend macht. Und das ist ein Grund, warum Leute dich nicht leiden können, weil das ist erbärmlich. Das ist wirklich, das ist unterste Schublade. Kann auch im Bannhammer schwingen, wenn es sein muss. Ich will niemanden verletzen. Obwohl mir das nicht immer gelingt und ich Gewalt mehr verabscheue als irgendetwas sonst auf der Welt, verwende ich sie zu meiner Schande selber öfter als mir lieb ist. Keine Strafe ist härter als das eigene Gewissen. Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, weil ich glaube, dass ich das als Zitat mal wo gesehen oder gehofft habe. Auch wen ich mich weder erinnern kann noch etwas gefunden habe, der Spruch erinnert mich immer daran, auch wenn es mich leider nicht davon abhält, mich notfalls auch gewaltsam zu verteidigen. Zwinker Smiley. Und ich hasse mich dafür. Würde dir einer mal ins Gas die Schnauze hauen oder mal nicht aufhören? Mann! Zwei Dinge. Erstmal, warum dieser Smiley? Und keine Strafe ist härter als das eigene Gewissen. Rainer, die Hälfte aller Videos, die dich betreffen, also die nicht von dir selber sind, sondern von anderen, beinhalten Gewalt und auch absolut unangebrachte Gewalt. Da gibt es Videos von Menschen, die einfach nur die Straße entlang laufen und die dann von dir im Sommer mit Wasser nass gespritzt werden. Es gibt Leute, die sich deinem Grundstück nähern, die werden angeschrien. Oder es werden Flaschen nach ihnen geworfen. Und je näher man dir selber als Person kommt, desto aggressiver wirst du. Jedes Näherkommen empfindest du als Provokation und reagierst ausschließlich mit Gewalt. Also was möchtest du uns jetzt bitte hier erzählen?
Ich war schon einen Tag in meinem Leben! Ihr werdet verrecken! Und mein Leitsatz: Was du nicht willst, dass man dir tut, füg auch keinem anderen zu. Nein, nein, ich bin nicht religiös. Die Ironie in meinem Leben ist, dass ich immer versuchte habe, nicht aufzufallen. Was mit meiner Größe schon schwer genug ist. YouTube begann als Scherz und Witz. Für mich und meine Freunde und damaligen Arbeitskollegen. Die Chance, dass jemand wie ich Bekanntheit erlangt, ist zwar durch YouTube und das Internet allgemein gestiegen, aber all das wollte ich nie. Ich bin sehr kreative, das zu sagen. Zumindest andere immer über mich. Ich selbst empfinde das aber nicht so. Mein Leben ist ein einziges Schlachtfeld. Nur, dass keine Leichen, sondern meine Träume darauf liegen. Und genau wie einem Kampf Gestorbener ist auch mein Traum, nie wieder zurückzurollen. Wo verstehst du deinen Zusammenhang nicht? Ja, Rainer, es ist schwer, mit einer Körpergröße von ungefähr 1,80, 1,85 durchs Leben zu schreiten. Da muss ich dir zustimmen, das kenne ich selber. Manchmal ist das wirklich schwer. Und YouTube begann als Scherz und als Witz für dich. Und der Scherz und der Witz wurde immer größer. Aber auch das kenne ich. Auch das, was ich hier mache, ist eigentlich ein Scherz. Aber wenn es zu einem Witz wird, dann würde ich sofort aufhören. Das kann heute sein, das kann morgen sein. Oder irgendwann. Und wenn du schreibst für deine damaligen Arbeitskollegen, naja gut, okay, das kann ich verstehen. Hey du, ich habe ein Tanzvideo gemacht hier, schau doch mal. Das stimmt ja vielleicht sogar. Und dass man dadurch auch ein bisschen Bekanntheit erreicht, das kann auch sein. Allerdings erlangt man Bekanntheit meistens, wenn man besonders gut oder besonders schlecht ist. Wir wissen es, Alter. Wir wissen es. Beweis mir das Gegenteil, dann entschuldige ich mich. Ich habe mein Leben lang versucht, bei der Polizei nicht groß aufzufallen und keine Akteneinträge zu bekommen. Ich brenne kleine CDs, keine DVDs. Auch sehr natürlich mit meinen eigenen Sachen. Ich war immer ein anständiger und freundlicher Mensch. Ich sage zwar, wen mir was nicht passt, aber wen man mir nicht irgendwie krumm kommt, spielt das keine Rolle, denn ich bin freundlich und höflich. Zumindest war das mal so. Die Jahre verändern uns. Ich bin da genauso wenig eine Ausnahme wie derer andere von euch. Danke, Herr Müller! Rainer, was du in diesem Absatz beschreibst, ist ein ganz normaler Mensch, der wo sein Zeug macht. Interessiert mich auch nicht wirklich. Was bringt es, andere zu verletzen? Klar, ihr könnt mal kurz lachen. Aber wie lange hält das Ganze an? Eine Stunde? Einen Tag? Zitat aus einem Song. Denk daran, wen du später mal Kinder hast und sie gemobbt werden. Ist das noch Spaß, wen du ihre weinenden Gesichter siehst und daran denken musst, so warst du auch einmal. Letztlich sieht die Realität doch so aus. Egal, ob ihr das hören wollt oder nicht. Klar, ihr könnt über mich lachen. Ihr könnt mich beleidigen oder mir Schaden welcher Art auch immer zufügen. Aber früher oder später werdet ihr das bereuen. Klar könnt ihr euch das gerade nicht vorstellen. Aber lasst es euch von jemandem sagen, der es weiß. Wenn ihr andere verletzt, verletzt ihr zwangsläufig auch euch. Die Ausnahme ist nur, wenn ihr ganz und gar böse seid und sowas von Schuldgefühle euch fremd sind. Aber mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es solche Menschen gibt, ist es doch so, dass es sehr traurig wäre, wenn ihr so empfinden würdet, oder? Lieben Hater, ich würde euch eins mal empfehlen. Haltet einfach mal die Fresse. Ihr seid genauso Terroristen wie die Terroristen, die irgendwas in die Luft jagen. Mit dem einzigen Unterschied, dass noch keiner zu Schaden gekommen ist. Bis jetzt. Rainer, du wirst nicht körperlich angegriffen. Natürlich wirst du Aktion, Reaktion im Internet angegriffen. Mit Worten. Deine Kommentarspalten. Eigentlich möchte ich sie lesen, aber dafür fehlt mir wirklich die Zeit. Diese Kommentarspalten sind natürlich nicht positiv. Gar keine Frage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du sowas liest oder mal gelesen hast, mittlerweile prallt das wohl an dir ab, dass du dich verletzt gefühlt hast dadurch. Aber das, was du beschreibst, das ist ja, dass Leute dich einfach immer nur angreifen. Du siehst dich immer nur als Opfer, sind immer nur die anderen schuld. Und das hat sich wohl seit deiner Schulzeit schon so hingezogen. Und der einzige Weg daraus wäre für dich, darüber haben auch wir beide schon mal gesprochen, falls du eins von diesen Videos schon mitbekommen hast, was ich nicht glaube. Wir reden hier von Reflexion.
beginne dich selbst zu reflektieren und dann könntest du an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen drehen. Oder hol dir Hilfe. Immer dieses Rumgelaberer. Zitat aus Eragon, Buch 2. Glaubst du, dass ein böser Mensch sich selbst für böse hält? Die Antwort darauf ist einfach. Nein, jeder Mensch rechtfertigt seine schlechten Taten in irgendeiner Form. Bei mir sind es meine Videos, ob sie sich nun auf Politik oder Sex beziehen. Oder ob es um irgendwelchen Aussagen geht. Es gibt sogar einige, die sich mit Aussagen rechtfertigen, die aus harte zusammengeschnitten bestehen, die nicht mal echt sind und ich in der Form nie gemacht habe. Das sind tatsächlich die Arten von Rechtfertigungen, die ich am traurigsten und Entenschenken finde. Mal abgesehen davon, Organe sind das, was du innerhalb deines Körpers hast. Augen zählen als Organe, aber Ohren zum Beispiel, Haut, das zählt doch nicht als Organ. Rainer, ich würde ebenfalls gerne mit einem Zitat antworten. Aus dem lustigen Taschenbuch Band 520, 85 Jahre Donald Duck. Dort steht geschrieben auf der Seite 138 von Dagobert Duck gesagt, Radar, mein Lieber, damit lässt sich ein Tunichtgut noch in den geheimsten Winkeln ertasten. Dann denke ich mir einfach nur noch, what the fuck, habt ihr kein Leben? Es ist schon spät und ich würde jetzt gerne schlafen gehen. Auch wenn ich vermutlich noch weiterschreiben könnte. Das wäre nämlich nicht alles, was ich sagen wollte, aber ich habe jetzt nur 4 Stunden letzte Nacht geschlafen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Rest Sonntag. Metal off. Wichsen? Und auch in diesem Blog kommen wir wieder zu dem Ergebnis, dass du in deiner eigenen Bubble wirklich so gefangen bist und sich die Gedanken, die um dich herumkreisen, immer wieder zu den gleichen Sätzen zusammenfinden. Alle anderen sind schuld, eigentlich machst du nichts. Eigentlich kannst du überhaupt nichts dafür und zusammengefasst verstehst du überhaupt nicht, was da eigentlich passiert. Und auf der anderen Seite fragen sich wirklich viele Menschen, und da gehöre ich auch dazu, was ist A richtig und was ist B falsch? Denn diese Aktion und diese Reaktion, die muss man eigentlich aktiv steuern, sonst kann das nicht jedes Mal so eskalieren und jedes Mal wieder eine neue Runde um den Altschauerberg beginnen. Vielleicht erfahren wir das noch. Irgendwann. Und vielleicht finde ich noch den einen oder anderen Blog-Eintrag von dir, der uns diese Antwort näher bringt. Und wie immer, ja, wir sind am Ende angelangt, möchte ich allen danken, die bis jetzt dabei waren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, auch wenn es ein Sonntag ist, auch wenn ihr 4 Stunden geschlafen habt. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal da draußen. Metal off. Und hey da. Bye bye.